bleib dir. Ach, da bist du ja. Was hast du der Polizei gesagt? Hast du der Polizei irgendetwas von mir gesagt? Ich hoffe für dich nicht. Hey, ich bin zwar der Netteste, aber ich werde nicht ins Gefängnis gehen wegen dir. Okay? No way. Was hat dir denn die Polizei gesagt? Bitte. Thema Bombe. Was meinst du? Was meinst du hier? Meinst du hier diese Bombe? Was? Das ist gar keine Bombe. Psst. Jetzt, wo du das weißt. Wie wär's, wenn du einfach Komplize wirst? Ja, ich nehme dich mit bei uns auf. Ist kein Problem. Bitte. Die haben dich im Verdacht. Okay, vielleicht. Vielleicht nehme ich dich doch nicht mit auf. Vielleicht bist du ja genau. Wenn ich es mir so recht überlege, könntest du eigentlich genau die perfekte Ablenkung sein. Ja. Das hier, mein Freund, das ist Proteinpulver. Nichts anderes. Da hättest du noch lange warten können, bis das hier hochgeht. Was? Ja, ich muss. Nicht, dass du irgendwie gesagt hast, dass ich dir geschrieben habe. Noch kann ich dir nicht vertrauen. Hat irgendjemand Verdacht geschöpft, als du rausgegangen bist? Was hat niemand gesehen? Was haben die? Die haben den Tatort entdeckt. Ich weiß, was die entdeckt haben. Lass mich mal schauen. Moment mal. Ich hab doch alles mit Kameras. Mit Kameras. Eingestellt. Ach, Mann. Warum haben wir hier so schlechtes Internet? Santa Maria. Ah, da. Ja, perfekt. Perfekt. Sie haben alles entdeckt. Sie haben alles entdeckt. Was ich meine. Weißt du, der Polizeirat und die Spurensicherung, die haben potenziell so eine Dose eines Energiegetränks gefunden. Und so ganz rein zufällig sind da auch natürlich Fingerabdrücke und alles dran. Natürlich nicht von mir, ist ja ganz klar. Hey, ich bin kein Anfänger. Leider nichts mehr drin. Verdammt. Ja. Du, auf mich kommen die dadurch definitiv nicht, aber ein Christowiak aus Usbekistan, der könnte jetzt so ein paar Probleme bekommen. Tja. Aber gut, was soll ich sagen? Nein, ach, da ist nichts Gefährliches. Nichts da, nein, 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 nein. Und ich hoffe, sie haben auch die Kamera entdeckt. Welche Kamera? Kannst du dich noch an die wunderbaren Schnappschüsse erinnern,
welche ich von dir gemacht habe, während du mir so ganz bereitwillig das Geld übermittelt hast. Genau, das meine ich, wie du so super freiwillig mir einfach das Geld übergeben hast und nicht einmal ein Foto von dir gemacht habe, vielleicht auch 20 oder 30. Genau diese Kamera. Potenziell ist die jetzt in den Händen der Polizei. Aber mach dir keine Gedanken. Es sind nicht die unfassbar Nachweisbilder darauf, dass du dann auch dir einen Teil genommen hast. Die habe ich natürlich nicht draufgelassen. Nein, das würde ich dir nicht antun. Denn die sind hier drauf. Auf diesem Handy. Und weil ein Handy ja immer kaputt gehen kann, auch auf diesem USB-Stick. Und sollte mir irgendetwas passieren, sollte mir irgendetwas zustoßen oder solltest du mich verraten. Ich bin bereit, diesen PIN offen zu legen. Und was da wohl so drauf ist, tja, das können wir ja mal der Polizei zeigen, nicht wahr? Willst du nicht? Ist auch besser so für dich. Du hast dich bis jetzt als sehr, sehr nützlich erwiesen, das muss ich dir lassen. Ungeplant, aber sehr nützlich. Dieses Handy ist immer mein treuer Begleiter und wird von mir gepflegt wie mein eigenes Handy oder wie mein gesamter Körper zum Schutze dessen. Ja, dieser USB-Stick. Der verschwindet und ist wieder da und kann wieder verschwinden. Oh, glaub mir, sollte irgendetwas passieren, der wird direkt an die Polizei gehen. Du hast denen nichts gesagt. Gut. Mach so weiter. Und vielleicht habe ich ja doch noch Verwendung für dich. Ich weiß es ja nicht. Du gehst aber gleich da wieder rein, okay? Du stellst dich den Fragen. Du wirst alles beantworten, aber nie auf mich zeigen. Ich werde dir gleich auf eine Art und Weise ein paar Dokumente zukommen lassen und du hast die Aufgabe, das, was dort drin steht, dem Detektiv, der dich gleich befragen wird, dann auch glaubhaft deutlich zu machen. Ja, diese Sachen, die sagen dann so von wegen so, ja, ich glaube, das war eine Person, die eher so im Bereich Osten Europas war oder sonstiges. Weit weg von mir. Weit, weit weg von mir. Genau. Lass ich mal was gucken. Haben die vielleicht auch die. Ach, Mann. Das ist hier. Deutschland ist aber auch echt. Mama mia. Ich habe wieder ein Bild. Ich kriege hier kein Bild rein. Sie haben auch meine Maske bzw. meine Mütze entdeckt. Natürlich auch eine falsche Mütze, natürlich. Denn die wahre Mütze, die habe ich natürlich bei mir. Lass mich dir zeigen. Lass mich dir natürlich zeigen. Ja klar, wo habe ich sie denn? Ich habe sie hier in der Tasche da. Guckst du an, meine Mütze, die wirst du ja noch kennen. Also ich meine,
Ich kann es dir mal zeigen. Das kennst du ja noch, oder? Ich meine, so kennst du mich ja, oder? Was? Was ist los? Wie falsche Mütze? Was meinst du? Jetzt bin ich verwirrt, was meinst du? Wieso ist das falsch? Ich meine, so kanntest du mich doch, oder? Was meinst du? Wovon redest du bitte? Ich hatte die Mütze nicht auf. Hatte ich eine andere Mütze auf? Sag's mir jetzt aber nicht, dass ich die Mütze auf hatte, ohne Sichtschutz, nur, also ohne. Das bedeutet, ich hatte. Das bedeutet, ich hatte die einfache Mütze auf, oder? Von wann ist die Aufnahme? Ich habe dort dran ein paar Haare wahrscheinlich verloren. Aber egal, egal. Die finden mich nicht. Nein, ich bin polizeilich nicht bekannt oder sowas. Ah, das war nicht clever. Das war nicht clever. Bist du sicher, dass ich nicht die hier auf hatte? Also nur mit dem Guckloch, nenne ich es einfach mal. Habe ich echt. Moment mal, da müsste ja doch der. Ja, da ist der Fleck drin. Ja, ich habe hier so einen kleinen Fleck extra präpariert, damit die Polizei sich daran aufhängen kann und dann danach fahndet. Ach. Ich bin so ein Trottel. Okay. Ich gebe zu, das verkompliziert das Ganze ein wenig, aber hey. Wir machen weiter, kein Problem. Du hältst dich an deine Regeln, okay? Du hältst dich an deine Regeln und na gut, dann kann ich die Maske auch. Ja, okay. Dann kann ich die Maske jetzt auch nutzen. Du hältst dich an deine Regeln, ja? Also, du bekommst gleich die Unterlagen von einer geheimen Person und dort daraufhin wirst du in eine andere Richtung zeigen, okay? Du wirst in eine andere Richtung zeigen, sodass ich nie in Gefahr gerate. Okay. Was ich mache in der Zeit? Ich tue das, was ich am besten kann. Meinen Geldsack wieder füllen. Natürlich. Natürlich. Dachtest du wirklich, ich würde jetzt aufhören? Jetzt am Höhepunkt meiner Schaffensleistung?
Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich höre erst auf, wenn entweder ich hinter schwedischen Gardinen sitze, was nie passieren wird, oder zweitens, wenn ich so viel Geld besitze, dass ich eine Zeitmaschine bräuchte, wenn ich mich mal verzählen sollte, um wieder von vorne anzufangen. Dann höre ich auf. Exakt. Oder, das kann natürlich auch sein, wenn ich jede Bank, jede Popelsbank auf diesem Planeten ausgeraubt und erleichtert habe, dann höre ich auf. Vorher nicht. Und wer weiß, wenn du dich heute noch gut anstellst, dann eventuell springt ja etwas für dich dabei raus. Ja, möglich ist doch alles, ich meine. Das hat noch immer geholfen, oder? Genau. Schnell die Handschuhe wieder anziehen, bevor ich hier noch etwas Falsches berühre. Ich habe das Ganze jetzt schon unnötig verkompliziert. Lass ich mal schauen, was mache ich denn gerade? Sehr schön. Sehr schön. Sie beschäftigen sich mehr mit der Dose. Das ist sehr gut, natürlich. Ja, Härchen können halt auch überall immer da dran sein, aber so eine wunderbar präparierte Dose, da sagt man doch nicht nein zu, oder? Ja, lass die mal schön schauen, lass die mal, ach. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die die Mütze gar nicht groß beachten. Ich glaube nicht. Ich glaube vielmehr hier, dass das deren Aufmerksamkeit ziehen wird. Ich meine, es ist ja auch ein Geschenk. Dort ist Speichel dran zu finden. Dort sind Fingerabdrücke dran. Dass ich kein Idiot bin und natürlich die Dosen niemals ohne Handschuhe anziehen würde. Darauf kommt die Polizei doch eh nicht. Ach ja, war ja leer. Schade. Okay, pass auf. Du gehst jetzt wieder rein, okay? Du gehst jetzt wieder rein. Auf dem Weg bekommst du noch deine Infos. Und dann erwarte ich von dir ein Schauspiel. Sondergleichen. Ich erwarte von dir, dass du den so derbe glaubhaft machst, dass du nichts damit zu tun hast, nicht weißt, wer ich bin und mich höchstens in der falschen Ecke von Europa erwarten würdest. Und ich steche von hinten zu und beraube die nächste Bank. Okay. Und sollte ich erfahren, dass du das gut gemacht hast, dann werde ich mich wieder bei dir melden. Vielleicht wirst du Teil des Teams. Vielleicht wirst du aber auch nur zum Sündenbock. Es liegt an dir. Es liegt nur an dir. Aber eins kann ich dir sagen. Egal was geschieht, du kommst hier nicht so einfach raus. Du hilfst uns. Dann bist du entweder Teil des Teams oder du hast erstmal nur kurzzeitig Ruhe, bekommst natürlich von mir einen kleinen Obolus. Zweitens, du verpetzt mich. Okay, vielleicht erhältst du Straffreiheit, aber ich habe Freunde. Und glaub mir, bei denen ist das kein Proteinpulver.
woanders landen, wirst du ganz woanders landen. Okay. Verstanden. Gut. Und solltest du mich verpetzen, dann wirklich haben wir ein ganz, ganz großes Problem, oder beziehungsweise hast du ein großes Problem. Denn neben dem, dass du Probleme bekommen wirst mit meiner Familie und meinen Freunden, tja, das zeigt sehr eindeutig, wie du zu mir stehst und wie gerne doch du das Geld angenommen hast. Okay, also sorg dafür, dass ich diesen niemals nutzen muss. Okay, dann geh jetzt bitte wieder zurück. Ich glaube, du weißt, was zu tun ist. Alles klar. Wir sehen uns wieder. Das kann ich dir versprechen. Doch, doch, doch. Wir sehen uns garantiert wieder. Ciao.